Zum Wort ist niemand mehr gemeldet. Die Debatte ist nun tatsächlich geschlossen. Wünscht der Herr Berichterstatter das Schlusswort noch immer nicht? Das ist nicht der Fall. Wir kommen zur Abstimmung über den Gesetzentwurf in 619 der Beilagen. Der vorliegende Gesetzentwurf kann gemäß § 82 Absatz 2 Ziffer 2 der Geschäftsordnung nur bei Anwesenheit von mindestens der Hälfte der Mitglieder und mit einer Mehrheit von 2/3 der abgegebenen Stimmen beschlossen werden. Somit stelle ich zunächst die für die Abstimmung erforderliche Anwesenheit der verfassungsmäßig vorgesehenen Anzahl der Abgeordneten fest. Hierzu liegt ein Verlangen auf getrennte Abstimmung der Abgeordneten Ingenieur Dietrich und des Abgeordneten Magister Darmann vor. Ich werde daher zunächst über die von den erwähnten Verlangen auf getrennte Abstimmung betroffenen Teile und schließlich über die restlichen noch nicht abgestimmten Teile des Gesetzentwurfs abstimmen lassen. Wir kommen zunächst zur getrennten Abstimmung über Ziffer 1 in der Fassung des Ausschussberichtes und ich bitte jene Damen und Herren, die diesem Teil des Gesetzentwurfs zustimmen, um ein bejahendes Zeichen. Das ist einstimmig angenommen. Ausdrücklich stelle ich die verfassungsmäßig erforderliche Zweidrittelmehrheit fest. Nun kommen wir zur getrennten Abstimmung über die Ziffern 2 bis 7 in der Fassung des Ausschussberichtes und ich bitte jene Mitglieder des Hohen Hauses, die diesen Teilen des Gesetzentwurfs zustimmen, um ein bejahendes Zeichen. Das ist mehrheitlich angenommen. Das ist... Das ist einstimmig angenommen. Ah, ich sehe. Das ist mehrheitlich angenommen. Ausdrücklich stelle ich die verfassungsmäßig erforderliche Zweidrittelmehrheit fest. Schließlich komme ich zur Abstimmung über die restlichen noch nicht abgestimmten Teile des Gesetzentwurfs samt Titel und Eingang in der Fassung des Ausschussberichtes. Und ich bitte jene Damen und Herren, die hier für die Zustimmung erteilen, um ein bejahendes Zeichen. Das ist mehrheitlich angenommen. Ausdrücklich stelle ich die verfassungsmäßig erforderliche Zweidrittelmehrheit fest. Gemäß § 108 des Geschäftsordnungsgesetzes kann die dritte Lesung des vorliegenden Gesetzentwurfs frühestens 24 Stunden nach Abschluss der zweiten Lesung stattfinden.